Ein liebes Hallo an alle Eltern und ein liebes Hallo an alle, die uns jetzt hier zusehen. Ich bin Babette, ich habe seit über 14 Jahren ein Kinderschuhgeschäft in Leipzig, befasse mich also hauptsächlich mit Kinder- und Jugendschuhen von den kleinen bis zu den großen Größen und suche mir in regelmäßigen oder losen Abständen gewisse Themen aus, die bei uns im Fachgeschäft zur Sprache kommen. Und darüber drehen wir dann einen kleinen Clip, ein kleines Video, um sozusagen auch mal andere Eltern, die an dieser Stelle mal die Frage vielleicht hätten und sich vielleicht noch nicht getraut haben, diese zu stellen, damit sie vielleicht eine Antwort auf ihre Frage bekommen. Dieses Mal geht es um orthopädische Einlagen in Kinderschuhen. Was muss ich dabei beachten? Wen es interessiert, bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Bis nachher. Hallo ihr Lieben, schön, dass wir uns wiedersehen. Diesmal zu dem Thema lose Einlagen oder orthopädische Einlagen in Kinderschuhen. Ist ja auch heutzutage, ich sag mal, nicht mehr so ungewöhnlich, dass Kinder mit diesen Einlegesohlen kommen oder aus gesundheitlichen Gründen so etwas verschrieben bekommen haben. Ist gut, ne? Ja. Also, und da stellt sich natürlich wieder für viele Eltern die Frage, worauf muss ich denn da überhaupt achten? Wichtig wäre es vor allen Dingen erstmal zu wissen, dass natürlich so eine Einlage auch größengerecht angefertigt wird. Wir erleben es sehr oft hier bei unserer Beratung im Fachgeschäft, dass die Einlagen so knapp gearbeitet sind. Und dann sage ich ja immer mal, so eine Einlage sollte ja mindestens ein halbes Jahr halten. Öfters wird ja die im Allgemeinen auch gar nicht verschrieben, dass also der Kinderfuß noch genügend Platz nach vorne hat. Jetzt habe ich mal hier so eine Markierung hier reingemacht. Wie sagt man so, dieser schöne Zentimeter oder reichliche Zentimeter sollte nach Möglichkeit für die große Zehe mit frei bleiben. Ganz einfach, wir wissen, oder ihr habt es schon in verschiedenen Videos vor diesem Mal mitbekommen, wir rechnen ja immer so mit einem Größenwachstum von 1,5 bis 2 mm pro Monat für den Fuß. Das veranschlagen wir so, und wenn ich das dann mir so anschaue, da bin ich ja so bei gut 1,5 cm, je nachdem wie die Wachstumsschübe sind, so dass ich also hier mit diesem Freiraum gut und gerne dieses halbe Jahr überbrücken kann, wo ein Kind diese Einlage tragen muss. Ja, sie wird meistens vom Orthopäden, vom Kinderarzt verschrieben, und wie Sie sehen, es gibt also verschiedene Ausführungen, sensomotorische Schaleneinlagen, wie auch immer. Wichtig ist, dass sie halt sitzen und dass sie natürlich dem Fuß diese Funktion, diese zusätzliche Unterstützung mit anbieten. Beziehungsweise, wie sagt man, die sensomotorischen Einlagen sollen ja gewisse Nervenpunkte des Fußes sozusagen wachkitzeln, sodass als da also eine gewisse sensomotorische Sensibilität erfolgt. Ja, und damit der Fuß angeregt wird, in gewissen Stellen der Fußsohle sich nochmal besser auszubilden. Das A und O, wie gesagt, ist, dass der Schuh halt passt, dass die Sohle passt, dass die Sohle oder die Einlage richtig ist. Da kommen wir dann wieder zum nächsten Problem. Im Zuge der neuen Barfußgeschichten, die es also gibt, wollen natürlich auch die Eltern von den Kindern mit Einlegesohlen oder orthopädischen Einlegesohlen nach Möglichkeit einen super flexiblen und weichen Schuh. Dem ist ja erstmal nicht abzuraten. Aber auch die Sohlen sind ja, die orthopädischen Einlagen sind ja auch in der Neuzeit schon weitaus flacher, flexibler geworden, als sie noch vor 5 oder 7 oder 10 Jahren gewesen sind. Das waren ja richtige Monstertrümmer, sagen wir ganz einfach mal. Also da hat ja kaum ein Schuh richtig gepasst, weil man eben halt auf die Einlage nicht verzichten konnte. Barfußschuhe für lose Einlagen finde ich ein bisschen schwieriges Thema. Nicht wegen der Sohle oder sowas, sondern weil Barfußschuhe eben halt keine Fersenverstärkung anbieten. Dadurch, dass aber beim Laufen des Fußes die Sohle ja im Schuh hin und her bewegt wird, also es wirken ja Kräfte darauf, ne? Dann würde also praktisch hier hinten die ganze Kante, die ganze Fersenkappe im Grunde genommen auseinanderdrücken. Es würde eine gewisse Spannung hier im Fersenbereich entstehen, wo ich immer sage, das trägt so ein weiches Material, trägt das im Allgemeinen nicht. Deswegen setzen wir
bei dem Verkauf von Kinderschuhen für die Einlagen eigentlich immer auf die klassischen Lieferanten, also praktisch die, die auch eine gewisse Fersenverstärkung mit anbieten. Dadurch, dass durch die Einlage der Fuß sowieso immer höher gelagert oder positioniert wird, ist es natürlich wichtig, dass man sozusagen dann auch die schon vorherrschende Einlegesohle herausnimmt und damit den Platz schafft für die Einlage, die dann sozusagen hier reinkommt. Sonst hätte ich jetzt hier eine Aufpolsterung von fast 5 mm. Diese Höhenunterschied, das schluckt kein Schuh so einfach weg. Und wir wollen ja dem Fuß auch noch ein bisschen Platz lassen. Also deswegen immer die bestehende Einlage weg. Ja? Weil wir haben ja hier eine durchgängige Einlage drinne. Und wenn das dann alles so schön passt, dann sitzt auch hier die Einlage perfekt drinne. Damit kommen wir zum nächsten. Wer also Einlagen trägt, sollte nach Möglichkeit darauf achten, dass es eine offene Schnittführung ist. Man nennt ihn diesen sogenannten Derbyschnitt, weil, Sie sehen es, wir haben hier keinerlei Nähte. Ich kann den Schuh von der Höhe her schön weit öffnen. Der Spann, der Fuß hat Platz und man hat also nicht dieses beengte Gefühl wie teilweise hier beim Derbyschnitt. Oder wenn wir eine ziemlich tief liegende Naht haben, so wie hier. Hier habe ich zwar auch einen angedeuteten Derbyschnitt, aber hier sind eben halt die Laschen fest vernäht. Das heißt, ich habe hier überhaupt keine Öffnung weiter im Schuh drinne. Hier komme ich nicht weiter und damit bleibt mir natürlich bloß eine begrenzte Höhe für den Fuß letztendlich zur Verfügung. Ob das dann passt, muss man dann wirklich ausprobieren. Ich würde immer empfehlen, bringen Sie die Einlage mit. Mitunter wird auch gesagt, bitte erst den Schuh kaufen, dann wird die Einlage von der Länge her so gefertigt, dass sie auch im Schuh nicht hin und her rutscht. Und das wäre ja das, was wir uns alle wünschen. Also ein Schuh, der passt, plus die passende orthopädische Einlage. Ich hoffe doch, ich konnte damit wieder einmal ein paar Fragen klären. Ansonsten, das Fachgeschäft Ihres Vertrauens ist jederzeit für Sie da. Und ich würde mich freuen, euch dann wieder beim nächsten Thema begrüßen zu dürfen. Im Übrigen, wer das natürlich auch abonniert hat, kriegt ja sowieso immer eine Info, dass das Schuhvideo einen neuen Videoclip eingestellt hat. Die brauchen sich dann sozusagen um die neuen Neuigkeiten nicht mehr zu kümmern. Bis dahin, ich freue mich.